Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Frühgebet oder bei der Online-Übertragung. Mal beten. Halleluja. Jesus, danke für diesen neuen Tag, den du gemacht hast, Herr. Danke, dass es ein guter Tag ist, weil du ihn gemacht hast. Danke, Herr, dass wir aufstehen können, dass wir lesen können, dass wir hören können, dass wir dein Wort hören können. Wir öffnen jetzt unsere Ohren, unsere Herzen, Herr, für dein Wort. Lass es nicht meine Worte sein, Herr, lass es nicht menschliche Weisheit oder so sein, sondern lass dein Wort zu uns reden, Herr, und zu uns sprechen und uns verändern, in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft Psalm 51 aufschlagen. Psalm 51 fängt so an. Für den Chorleiter, ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. David, der große, mächtige König, der Mann nach Gottes Herzen, hat eine große Sünde begangen. Er hat Ehebruch begangen mit einer Frau eines anderen und hat den Mann auch noch umbringen lassen. Und dann kam dieser Prophet Nathan zu ihm und hat ihm von Gott aus gesagt, das war Sünde und du musst Buße tun. Und David hatte dieses Herz und hat seine Sünde bekannt und Gott hat ihm vergeben. Und Gott hat ihm weiterhin einen Mann nach seinem Herzen genannt. Und er als Mensch, der David, hätte aber auch sagen können, ja, das war Verführung, die hat mich verführt, ich war gar nicht schuld. Oder er hätte auch sagen können, hier, ich bin der König, ich hab das Recht, ich kann machen, was ich will. Menschlich gesehen wäre es zu dieser Zeit sogar okay gewesen. Aber David hatte eben dieses Herz zu sagen, nee, ich war falsch und bitte vergib mir Gott. Wie ist es bei uns oft? Oft ist es doch so, dass wir sagen, ich war es nicht. Ich war nicht schuld, das waren andere, ist nicht mein Fehler gewesen. Wenn wir so eine Haltung haben, dann ist das eine stolze Haltung. Weil wir alle machen Fehler, wir alle haben Schuld, größer oder kleiner, immer mal wieder. Aber schon Kinder haben das in sich, dass wenn die streiten oder man mit ihnen spricht, dann war es immer der andere. Immer der andere hat angefangen. Also das ist in Kindern schon drin und ich glaube, das ist im Menschen drin, dass man ganz schnell die Schuld beim anderen sucht oder auch findet. Und also wir kennen das auch in der Ehe, es geht sehr schnell und es ist ganz leicht, die Schuld beim anderen zu finden, bevor man sie bei sich selber sucht. Und oft sind es ja auch so Kleinigkeiten oder auch nicht wirklich Schuld, aber wo wir so, mein Mann und ich drüber geredet haben, zum Beispiel hat er jetzt die Tage ein Haar im Essen gefunden und hat gesagt, hier ist ein Haar. Und da habe ich gesagt, nee, ich hatte einen Zopf heute, das kann nicht mein Haar sein, das muss von dir sein. Ist klar, er ist schuld. Oder ich hab ihm gesagt, dass er einen Fleck auf der Hose hat und hat gesagt, ja, du hast nicht richtig gewaschen. Also wir können über sowas lachen. Also es sind ja wirklich keine schlimmen Sachen, aber wir haben uns so drüber unterhalten. Es ist so leicht, dass man so die Schuld beim anderen dann findet oder sucht oder einfach mal die Schuld auf den anderen schiebt, weil ich selber kann es nicht gewesen sein. Und ja, oft ist es so, wir schieben die Schuld auf den Partner, wir schieben vielleicht auch die Schuld auf unsere Eltern. Warum habe ich irgendwelche Probleme? Vielleicht schaffe ich irgendwas im Leben nicht. Ja, meine Eltern sind schuld, die haben mir das und das nicht gegeben in der Kindheit oder die haben das und das falsch gemacht. Wir schieben die Schuld auf unseren Chef, weil er nicht das tut, was er tun sollte oder falsch oder wie auch immer. Wir schieben manchmal die Schuld auf unsere Gemeinde, auf unsere Pastoren, weil wir nicht gesehen werden, weil wir nicht die Gemeinde so sehen, wie wir denken, sie sollte sein. Oder wir schieben ganz schnell die Schuld auch auf die Politik. Sehen wir auch zurzeit ganz viel, dass Menschen ganz schnell sagen, die machen alles falsch und das müsste anders sein, das müsste anders sein. Und bei allem kann es sein, dass wir damit auch Recht haben. Also dass das auch stimmt, dass andere Menschen vielleicht Schuld haben. Aber wenn wir nur die Schuld auf jemand anderen schieben, wird sich nichts ändern. Also für mich nicht und überhaupt nicht. Das Einzige, was sich ändern wird oder was ich ändern kann, ist, dass ich mich selber ändern lasse von Gott oder mich selber ändere. Und diese
menschliche Natur. Woher kommt das? Wir lesen das ganz am Anfang der Bibel schon bei Adam und Eva in 1. Mose 3. Also Adam und Eva waren in dieser perfekten Harmonie mit Gott und dann haben sie von dieser verbotenen Frucht gegessen und ihre Augen wurden aufgetan. Sie haben gesehen, dass sie nackt waren und haben sich dann vor Gott versteckt, weil sie wussten, dass sie einen Fehler getan haben. Und dann heißt es in Vers 11, also Gott kommt dann zu ihnen und hat gesagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Also schon die ersten Menschen haben die Schuld auf den Nächsten geschoben, Adam hat die Schuld auf Eva geschoben, Eva hat die Schuld auf die Schlange geschoben. Vielleicht war das sogar richtig so, aber das ist irgendwie in unserer menschlichen alten Natur so drin. Wir schieben die Schuld ganz gern auf jemand anderen, weil wir selber wollen nicht schuld sein. Wir wollen nicht dastehen und sagen, ich habe was falsch gemacht. Das ist diese stolze Natur. Wie war aber Jesus? Wir lesen in Jesaja 53, Vers 6, dass er alle Schuld auf sich genommen hat. Er, der einzige Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, der keine einzige Schuld hatte, keine Sünde getan hat, nichts Falsches gesagt, getan, gedacht hat. Er hat die ganze Schuld von der ganzen Menschheit auf sich genommen. Er war so komplett anders als die Menschen damals oder als die Menschen, die wir gewohnt sind. Er hat nicht gesagt, ihr seid schuld und ihr müsst jetzt gucken, sondern er hat die Schuld auf sich genommen. Heißt es jetzt, dass wir als Christen auch immer die Schuld auf uns nehmen müssen? Nee, weil Jesus hat es schon getan. Wir müssen nicht mehr das tun, was Jesus getan hat. Wir müssen nicht mehr an einem Kreuz sterben für die Menschen. Das hat Jesus getan. Manchmal kann es richtig sein, dass wir uns entschuldigen, auch wenn wir vielleicht nicht schuld waren. Einfach um des Friedens willen, einfach um zu zeigen, ne, ich bin versöhnungsbereit. Aber auch in einem Streit oder wenn es darum geht, wer hat jetzt was falsch getan, eine Teilschuld finden wir bei uns wahrscheinlich immer. Auch wenn der andere vielleicht schuld ist mit irgendetwas. Das Wichtige, ich kann den anderen vielleicht nicht ändern oder es wird sich nichts ändern, wenn ich ihm immer nur sage, was er falsch macht. Was ich ändern kann, ist mich selber. Und wir lesen in Epheser 4 von der neuen Natur, die wir durch Jesus haben. Also nicht mehr diese alte Natur, die Adam und Eva hatten. Epheser 4, Vers 22 heißt es. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also in dem Moment, wo wir Christen geworden sind, wo wir sagen, Jesus ist mein Herr, sind wir eine neue Schöpfung geworden und wir haben dieses neue Wesen. Aber wir laufen oft in dem Alten, wir gehen oft im Fleisch und tun dann diese Dinge. Wir schieben die Schuld auf jemand anderen, was auch immer. Aber wir haben eigentlich diese neue Natur, wir haben auch ein neues Denken. Und wir müssen das kultivieren, wir müssen das üben. Wie zum Beispiel ab Vers 25, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Also jedes Mal, wenn wir uns nicht vertragen, wenn wir nicht uns versöhnen, wenn wir nicht Schuld eingestehen, ob vor einem Menschen oder vor Gott, geben wir dem Teufel Raum. Geben wir dem Teufel Raum zu arbeiten. Und ne, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also das, glaube ich, ist auch was wir beherzigen sollten, dass wir nicht irgendwie in Unfrieden auseinandergehen, schlafen gehen, wie auch immer. Ob jetzt in einer Beziehung oder mit Kollegen oder so. Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Da sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge,
Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Und da zeigt Jesus wieder ganz klar, wir sollen nicht andere richten, wir sollen ihnen nicht zeigen, was sie alles falsch machen, auch wenn vielleicht da ein Splitter im Auge ist. Wir sollen anfangen bei uns, wir sollen erst auf uns schauen und schauen, okay, was ist mein Fehler, wo kann ich mich ändern? Und dann kann ich natürlich auch anderen, ne, mal was sagen, das sollen wir auch als Geschwister, sollen wir auch andere auch mal zurechtweisen oder ermahnen, aber immer erst auf uns selber schauen. Und wenn wir Sünden erkennen oder Schuld, dann eben nicht auf jemand anderen schieben oder sagen, ich war es nicht, sondern Sünden bekennen. In 1. Johannes 1, Vers 9, kennt ihr bestimmt, heißt es, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Also, Gott vergibt uns. Gott hat alles schon. Jesus hat alles bereit gemacht für die Vergebung. Die Vergebung ist da. Wie nehmen wir sie an? Indem wir bekennen, indem wir sagen, ich war falsch, vergib mir. In Vers 10 heißt es dann, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Wir sind eine neue Natur. Wir sind, unsere Identität ist nicht mehr Sünder. Ich bin nicht mehr Sünder, aber ich sündige immer noch, weil ich ein Mensch bin auf dieser Erde. Und wenn ich aber sage, ich sündige nicht, ich mache nichts mehr falsch und ich war es nicht und so weiter, dann mache ich Gott zum Lügner. Also, ehrlich sein zu uns selber. Und im Vater unser heißt es ja auch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und ich glaube, dass es ein Gebet ist, das auch wir täglich beten können, sollen und dass wir täglich was finden, was Gott uns vergeben sollte. Und ein letzter Vers nochmal in Epheser 4, da der Vers 32. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also wir sollen einander vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Gott hat uns vergeben. Wir dürfen diese Vergebung annehmen, aber dazu gehört auch, Schuld einzugestehen und sich hinzustellen und zu sagen, stimmt, es war mein Fehler. Und nicht immer die Schuld auf den anderen zu schieben. Man findet immer jemanden, auf den man Schuld schieben kann. Und es ist oft leichter, aber es bringt nichts. Im Gegenteil, das, was einen wirklich ändert, ist, dass wenn wir Schuld eingestehen und dass Gott uns reinwäscht und dass Gott uns frei macht davon. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du alle Schuld auf dich genommen hast. Ich danke dir, Jesus, dass du damals am Kreuz gestorben bist, für alle Schuld, für jeden Fehler, der geschehen ist, der noch geschieht. Und ich danke dir, dass wir diese Freiheit annehmen dürfen im Glauben, dass wir das im Glauben annehmen dürfen, dass du das für uns getragen hast, Herr, und dass wir neu gemacht sind, Herr. Und wir wollen in diesem neuen Wesen, in diesem neuen Denken auch heute durch diesen Tag gehen, Herr. Vergib uns, wo wir oft so menschlich sind, wo wir oft so fleischlich reagieren und ja, die Schuld auf jemand anderen schieben, Herr, so warst du nicht. Ich bitte dich, Herr, dass wir ehrlich sind, dass wir auch Schuld eingestehen können und dass du uns dann frei machst, dass du uns vergibst, dass du gerne vergibst, Herr, und dass wir auch lernen, den Nächsten zu vergeben, dass wir in Liebe miteinander umgehen, Herr. Segne diesen Tag, Herr. Danke, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass wir dich haben, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht in eigener Kraft und Anstrengung diesen Tag irgendwie bewältigen müssen, sondern dass dein Geist uns leitet. In Jesu Namen. Amen.